Willkommen bei Study Channel TV, der Sender der Wissenschaft. Mein Name ist Jürgen Bornemann. Ich begrüße Sie recht herzlich zur RFH-Online-Vorlesung IT-Infrastrukturen, Kapitel 1, Betriebssysteme. In IT-Infrastrukturen möchte ich heute im Kapitel 1 Betriebssysteme einmal auf die wesentlichen Grundlagen eingehen und einen kleinen historischen Überblick geben. Wenn man über Betriebssysteme sich unterhält, dann will man natürlich auch zunächst mal versuchen, den Begriff Betriebssysteme zu definieren. Ein Betriebssystem oder im Englischen Operating System ist eine Software, die zusammen mit der Hardware eines Rechners die Basis zum Betrieb bildet und damit die Möglichkeit schafft, dass man Programme ablaufen lassen kann, steuern lassen kann und überwachen kann. Darüber hinaus abstrahieren moderne Betriebssysteme die Komplexität der Hardware gegenüber den Benutzern. Das bedeutet, dass das Betriebssystem in der Lage ist, die Arbeit mit der komplexen Hardware, die in unseren heutigen Rechnersystemen steckt, so zu vereinfachen, dass man eben problemlos seine alltäglichen Aufgaben bewältigen kann. Das war viele Jahre nicht so, als man mit den Betriebssystemen begonnen hat. Wenn wir jetzt mal MS-DOS betrachten, Anfang der 1980er Jahre, da war es so, dass man tatsächlich die MS-DOS-Befehle beherrschen musste, um zum Beispiel Dateien zu kopieren, Verzeichnisse anzulegen, Dateien zu löschen und so weiter. Das musste aber nicht nur der Programmierer wissen, sondern das musste auch jede Sekretärin können, die unter MS-DOS mit irgendwelchen Programmen, Textverarbeitung, Tabellenkalkulation oder Database-Management-System gearbeitet hat. Das heißt, es war ein hohes Fachwissen erforderlich, was in unserer heutigen Zeit nicht mehr notwendig ist. Man kann eigentlich sagen, ein Betriebssystem macht die Benutzung von Rechnersystemen erst möglich. Wobei man jetzt Betriebssysteme nicht nur auf die gängigen Rechnersysteme beziehen muss, wie zum Beispiel Notebook, Tablet, Smartphone oder unseren Desktop-Rechner, sondern wir müssen Betriebssysteme jeglicher Art betrachten, ob das jetzt ein Smart TV ist, ob das jetzt ein moderner Herd in der Küche ist oder ein Kühlschrank oder eine Waschmaschine oder sonstige Einrichtungen im Smart Home-Bereich. Jegliches System, was über irgendeine User-Schnittstelle verfügt und einem dahinterliegenden Mikrocomputersystem, hat im Endeffekt eine Benutzerschnittstelle, ein Betriebssystem. Nun, wenn man ein bisschen in unsere deutschen DIN-Normen nachschaut, dann findet man die DIN 44300. Die besagt, die Programme eines digitalen Rechensystems, die zusammen mit den Eigenschaften dieser Rechenanlage die Basis der möglichen Betriebsarten des digitalen Rechnersystems bilden und die insbesondere die Abwicklung von Programmen steuern und überwachen. Naja, das Ganze kommt relativ schwülstig daher. Das ist wieder so typisch deutsch. Und wenn man das Ganze mal vereinfacht betrachtet, dann kann man sagen, naja, ein Betriebssystem ist die Schnittstelle zwischen Mensch bzw. der Anwendung und der Maschine. Ja, und wenn wir uns hier diese Grafik der Grundstruktur eines Mikrocomputersystems einmal anschauen, dann sehen wir auch das Betriebssystem als Vermittler zwischen dem User auf der einen Seite
und der Hardware auf der anderen Seite. Die Hardware besteht natürlich aus entsprechenden Mikroprozessoren oder CPUs, Arbeitsspeicher, Festwertspeicher, I/O-Schnittstellen und dem entsprechenden Bussystem. Und dementsprechend sind moderne Betriebssysteme auch in zwei Schichten aufgebaut. Man hat eine Schicht, die sich in Richtung des Users orientiert und eine Schicht, die sich mit ihren Funktionen in Richtung der Hardware orientiert. Beide Schichten werden wir nachfolgend später noch kennenlernen. Interessant ist natürlich, wenn man mal rückblickend sich die Entwicklung der Betriebssysteme anschaut. Begonnen hat das alles mal 1968, bezogen auf unsere Betriebssysteme, wie wir sie heute verstehen, durch das Uniplex Information and Computing Service System, was man später in Unix umbenannt hat. Unix ist der Urvater unserer modernen Betriebssysteme. Mitte der 70er Jahre 1975 bis in die 80er Jahre hinein 1983 hat die Firma Apple den ersten Personal Computer für den Desktop-PC auf den Markt gebracht. Das war Steve Jobs und Steve Wozniak. Jobs war der Marketing-Mensch in diesem Unternehmen und Wozniak war der Ingenieur, der Entwickler von Hard- und Software. Nun, die ersten Apple-Computer wurden 1975 verkauft in Form eines einfachen Mainboards, was dann irgendwelche Freaks in irgendwelche Systeme einbauen konnten. Steve Wozniak hatte es geschafft, auf einem Mainboard mit ungefähr 68 integrierten Bausteinen und einem integrierten Netzteil einen Computer aufzubauen. Und dieser Computer, der Apple I, der hatte kein Betriebssystem, so wie wir es heute kennen, sondern man startete in eine Basic-Umgebung oder in eine Assembler-Umgebung hinein, das heißt in eine hardware-nahe Computerumgebung. In der Regel wurde man aber oder arbeitete man mit der Basic-Umgebung. Diese Basic-Umgebung hatte Steve Wozniak entsprechend erweitert um Steuerbefehle, mit denen man innerhalb dieser Basic-Umgebung dieses Apple-Computersystem bedienen konnte. Diese ganze Steuereinheit, die nannte man Apple Soft. Am Anfang hatte man natürlich keinerlei Speichermedien. Ich sagte ja schon, wir hatten nur ein Mainboard, mit dem man programmieren konnte, was man an einen ganz normalen Fernseher anschließen konnte. Und somit war das erste Apple I-System ideal geeignet für irgendwelche Computerfreaks, Bastler-Freaks, die zu Hause einen Fernseher hatten und konnten das direkt an den Fernseher anschließen. Man brauchte nur eine Tastatur, eine ganz normale ASCII-Tastatur anzuschließen und konnte mit dem System dann loslegen. Ein Jahr später, 1976, hatte sich das Ganze schon wesentlich weiterentwickelt durch einen Investor namens John McCullough, der $250,000 in dieses Unternehmen Apple gesteckt hatte. Und man kam dann ein Jahr später mit dem Apple II Computer auf den Markt. Das war dann schon ein richtiger Desktop-Computer mit einem Kunststoffgehäuse, integrierter Tastatur und eben einem Mainboard mit 6 Steckplätzen für Erweiterungen und einer Möglichkeit, das Ganze direkt an einen Fernseher anzuschließen als Monitor. Auch dieser erste Apple II hatte zunächst noch keine externen Speichermedien.
Die erste Möglichkeit, die man geschaffen hatte, war, dass man einen zur damaligen Zeit normalen Kompaktkassettenrekorder nehmen konnte, mit dem man normalerweise Musik aufnahm und dort eben die in digitaler Form die einzelnen geschriebenen Programme abspeichern konnte und von dort auch wieder einlesen konnte. Das war natürlich ziemlich zeitaufwendig und langwierig und manchmal nicht unproblematisch, weil es dann auch schon mal zu Störungen kam. Erst etwas später kam dann die Firma Apple mit einem Paket von Floppy-Disk-Laufwerken für den Apple II auf den Markt. Das heißt, man hatte einen magnetischen Datenträger in Form von 5¼-Zoll-Disketten und man musste jetzt natürlich diese Zusatzeinheit in Betrieb nehmen können. Um jetzt mit Disketten zu arbeiten, bedarf es natürlich erweiterter Funktionalität. Und diese erweiterte Funktionalität hat die Firma Apple dann mit dem sogenannten Apple Disk Operating System oder Apple DOS bereitgestellt. Diese Apple II Computer waren 8-Bit-Rechner. Das heißt, es waren Mikroprozessoren mit einer Datenbusbreite von 8-Bit. Und somit waren das also zur damaligen Zeit schon sehr leistungsfähige Rechnersysteme, die den teilweise noch in Unternehmen verwendeten Mainframe-Systemen deutlich überlegen waren. Und was eben die Firma Apple geschafft hatte, war, dass man eine Dezentralisierung der Rechnerleistung an den Arbeitsplatz durchgeführt hatte. Das heißt, man war weggegangen von der zentralen Informationsverarbeitung mit den damals üblichen Mainframes hin zur dezentralen Informationsverarbeitung am Arbeitsplatz oder auch zu Hause. Nun, parallel zu der Entwicklung des Apple gab es die Firma Digital Research Incorporated, die für einen anderen populären Mikroprozessor, nämlich den Z80, das sogenannte Control Program for Microprocessors, CPM, entwickelt hatte. Die Firma Apple hatte bei ihrem System auf den Prozessor von MOS Technologies, dem 6502, gesetzt und die Industrieunternehmen wie Siemens und andere Firmen haben auf den Z80-Prozessor von Intel gesetzt. Dieses CPM-Betriebssystem von Digital Research war quasi der Vorläufer vom späteren MS-DOS. Das heißt, dieses Betriebssystem hatte eine kommandozeilenbasierte Benutzeroberfläche, mit der man eben über die entsprechenden Befehle den Computer steuern konnte und Programme starten und verwalten konnte. Nun, normalerweise passte CPM auf dem Z80 und der Apple nicht zusammen. Aber da Steve Wozniak den Apple so konzipiert hatte, dass er über 6 Steckplätze verfügte für Erweiterungskarten, hat sich um diesen Apple II Computer damals im Silicon Valley eine ganze Industrie entwickelt. Und unter anderem wurden auch Zusatzkarten gefertigt, die einen Z80-Prozessor emulierten. Das heißt, es gab eine sogenannte Z80-Karte, darauf war ein kompletter Z80-Mikrocomputer drauf und den konnte man oder diese Karte konnte man in Apple II hineinstecken. Und durch Umschalten konnte man jetzt zwischen dem normalen Standard Apple und einem Z80-Rechner mit CPM-Betriebssystem umschalten. Und damit war dieser Apple II tatsächlich ein Rechner, der auch in der Industrie, in Unternehmen eingesetzt werden konnte am Arbeitsplatz. Denn unter CPM gab es Textverarbeitung wie zum Beispiel WordStar. Es gab Tabellenkalkulationen wie Multiplan und es gab DBase als Database Management System. Und in der Kombination mit diesen drei Paketen konnte man eben entsprechende Geschäftsprozesse umsetzen und somit diesen Computer sowohl
im privaten Freizeitvergnügen als auch am Arbeitsplatz professionell einsetzen. Nun, die großen Unternehmen hatten das erstmal so ein bisschen als Spielerei abgetan. Darunter natürlich die Firma IBM, die Firma Hewlett-Packard und diverse andere, die sich ganz klar gegen diesen Desktop-PC gewehrt haben. Die haben gesagt, was will ein normaler Mensch mit einem Personal Computer zu Hause oder am Arbeitsplatz machen? Der braucht seinen zentralen Mainframe. Aber schon 2 Jahre nach Veröffentlichung von dem Apple II wurde aus dieser kleinen Garagenfirma Apple ein Riesenkonzern und somit ein extremer Konkurrent zu den etablierten Mainframe-Herstellern wie Hewlett-Packard oder auch IBM. Und IBM hat dann gesagt, okay, wir müssen dem etwas entgegensetzen. Man hat sich dann mit Bill Gates und der noch kleinen Firma Microsoft zusammengetan und hat dann 1981 den ersten IBM-PC auf der Basis von MS-DOS, damals noch PC-DOS genannt, was die Firma Microsoft entwickelt hatte, auf den Markt gebracht. Man hat aber zusätzlich einen technologischen Fortschritt implementiert, denn man ist von 8-Bit-Datenbusbreite auf 16-Bit-Datenbusbreite gewechselt und konnte somit die doppelte Datenmenge gegenüber den 8-Bit-Rechnern pro Zeiteinheit verarbeiten. Das heißt, man hatte einen technologischen Quantensprung geschaffen. Nun, im Laufe der Jahre wurde natürlich klar, dass mit der normalen kommandozeilenbasierten Benutzerschnittstelle der User der Zukunft nicht so optimal arbeiten konnte. Man hat dann bei Microsoft Windows entwickelt. Die Entwicklung ging 1983 schon los, kam aber erst 1986, 87 so richtig auf den Markt. Windows als Betriebssystem hat also verschiedene Stufen durchlaufen. Erst war es 16-Bit-Windows, dann kamen die 32-Bit-Windows-Versionen, bis heute aktuell die 64-Bit-Windows-Versionen, die meisten von Ihnen natürlich kennen. Parallel dazu hat die Firma Apple natürlich auch an einem grafischen Benutzeroberfläche gearbeitet und ist parallel neben dem Apple II in den sogenannten Macintosh-Bereich gewechselt. Das war so eine Idee, eine Vision von Steve Jobs, dass er einen Computer auf den Markt bringen wollte, der gegenüber allem, was sonst auf dem Markt war, von Design her herausstach. Und das war eben der erste Macintosh. Man hatte einen Rechner mit einem integrierten Diskettenlaufwerk, damals innovativ schon ein 3,5-Zoll Diskettenlaufwerk, wo der IBM-PC noch mit 5¼-Zoll Laufwerken arbeitete. Man hatte eine stylische Tastatur und eine noch nicht so ganz stylische Maus zur Bedienung der grafischen Benutzeroberfläche mittels Maus und Cursor. Der Macintosh, der hat sich weiterentwickelt bis Ende der 90er Jahre, wo dann Steve Jobs aus dem Unternehmen Apple ausgeschieden ist, beziehungsweise vom damaligen Geschäftsführer John Sculley gefeuert wurde und er dann ein eigenes Computerunternehmen aufgebaut hat, nämlich die Firma Next Computer Incorporated. Die Firma Next Computer Incorporated hatte als Geschäftsmodell die Idee, den damals weltbesten Rechner auf Unix-Basis für Programmierer herzustellen. Das hat man dann mit dem Next Cube eigentlich auch geschafft. Aber die Absatzzahlen waren nicht so, wie Steve Jobs sich das vorgestellt hat. Und er musste dann irgendwann mit diesem Unternehmen Insolvenz anmelden. Auf der anderen Seite, bei der Firma Apple, fehlte Steve Jobs als kreativer Kopf.
Es war keiner da, der innovative Ideen hatte. Und das hat dazu geführt, dass parallel zu der Insolvenz von Next Computer Incorporated auch die Firma Apple langsam, aber sicher abstürzte und irgendwann nur noch 20 Cent pro Aktie wert war. Und als dies passierte, hat man dann Steve Jobs händeringend wieder zurückgeholt in das Unternehmen Apple. Und Steve Jobs hat dann das Betriebssystem, das Next-Step-Betriebssystem, mit in die Firma Apple übernommen. Das konnte er aus der Insolvenz heraus retten und hat aus diesem Next-Step-Betriebssystem das Mac OS X-Betriebssystem entwickelt. Er hat dann die entsprechenden Mac-Computer kreiert, angefangen mit dem iMac. Das war so ein kugeliges System mit integriertem Bildschirm, Tastatur in allen bunten Farben. Und das ist am Markt eben angekommen und hat sich sehr gut verkauft. Und daraus haben sich dann eben bis heute die entsprechenden Apple-Systeme weiterentwickelt. Mac OS X kam dann direkt als 32-Bit-Betriebssystem auf den Markt und ist dann auch in der heutigen Zeit genau wie Windows im 64-Bit-Zeitalter angekommen. Anfang der 90er Jahre kam dann ein junger Student auf die Idee namens Linus Torvalds, ein eigenes Betriebssystem zu entwickeln. Er hatte das Problem, er hatte einen IBM-PC 386 mit 8 Megabyte RAM und der lief ja normalerweise mit MS-DOS. Er war aber Student im Bereich der technischen Informatik und an den Universitäten arbeitete man grundsätzlich nur mit Unix zu der damaligen Zeit. Das Problem war, dass Unix für einen IBM-PC zwar erhältlich war, aber zu Preisen, die sich ein Student nicht leisten konnte. Man musste ungefähr so 3.000 bis 4.000 D-Mark hier in Deutschland für ein Unix-Betriebssystem basierend auf einem IBM-PC finanzieren. Und da hat er sich gedacht, okay, ich kann ja programmieren. Wir haben Unix in der Universität. Dann schaue ich mir mal an, was Unix alles so kann. Und baue das im Prinzip nach. Er hat dann irgendwann einen Punkt erreicht, wo er einen funktionsfähigen Betriebssystemkern entwickelt hatte. Und da die Universitäten schon Anfang der 90er Jahre Internetanschluss hatten, hat er diese Idee einfach ins Internet gestellt und hat gesagt, wer ansonsten noch Interesse hat, an einem solchen alternativen Betriebssystem, der kann da gerne mitentwickeln. Und so hat sich dann im Internet eine Gemeinde entwickelt von Programmierern, die zusammen mit Linus Torvalds an dieser neuen Betriebssystemvariante gearbeitet hat. Zunächst hatte man auch überhaupt keinen Namen dafür. Und irgendwann ist dann ein Programmierer aus dieser Gruppe auf die Idee gekommen, naja, wir müssen einen Namen haben, denn es gibt ja Microsoft, es gibt Unix und so weiter. Da müssen wir auch einen Namen für unser Betriebssystem haben. Und wie wäre es mit der Kombination aus den Anfangsbuchstaben von Linus Torvalds und den Anfangsbuchstaben von Unix. Und so ist dann der Name Linux entstanden. Nun, Windows hat ja die Fenster als Emblem, also musste man für Linux auch irgendein Emblem finden. Die Firma Apple hatte ja den Apfel und dann hat man für Linux einen abgewandelten Pinguin entwickelt, den sogenannten Tux. Und der Tux ist das Wahrzeichen jetzt von Linux. Nun, am Anfang war Linux kein Konkurrenzbetriebssystem. Es war einfach viel zu kompliziert gegenüber den Betriebssystemen Mac OS X oder Windows. Aber das Ganze hat sich
immer weiterentwickelt. Und man kann sagen, so um 2004 herum hatte man mit Linux ein wirklich stabiles und sicheres Betriebssystem entwickelt, was immer noch nicht im Desktop-Bereich an Windows oder Mac OS X heranreichte, aber es war gut genug im Serverbereich. Und das haben dann auch Firmen wie IBM oder Hewlett-Packard erkannt, die bis dato ihre eigenen Unix-Betriebssysteme eingesetzt haben in ihren Großrechnersystemen. Aber inzwischen kam auch eine Nachfrage nach erschwinglichen Serversystemen für mittelständische und kleinere Unternehmen. Und diese Nachfrage wollte natürlich IBM, Hewlett-Packard und andere Hersteller wollten dem nachkommen. Mit Microsoft Windows waren immer Lizenzgebühren fällig. Man hatte mit Intel mittlerweile Prozessoren, auf deren Basis man Server-Hardware aufbauen konnte, die so zwischen 5.000 und 10.000 Euro oder Dollar in den Anfängen der 2000er Jahre lagen. Jetzt fehlte nur ein Betriebssystem. Man brauchte aber ein Betriebssystem, was man individuell an die eigene Hardware anpassen konnte, so wie Unix. Mit Microsoft war das nicht möglich. Man hätte sich dann zu eng an Bill Gates und die Firma Microsoft gebunden und hätte für jeden Rechner Lizenzgebühren bezahlen müssen. Und Linux bot sich an, weil es sehr einfach erweiterbar war, anpassbar an jegliche Hardware und aufgrund, dass es Open-Source-Software war, keinerlei Lizenzgebühren anfielen und man es beliebig verändern konnte und beliebig oft installieren konnte. Natürlich wollte man die Entwickler von Linux nicht im Regen stehen lassen und man hat dann einen Art Spendentopf generiert. In diesen Spendentopf haben diese großen Unternehmen, die Linux eingesetzt haben, dann für ihre Systeme enorme finanzielle Mittel hineingepumpt. Millionen von Dollar. Und Linus Torvalds ist dann hingegangen und hat einen Schlüssel entwickelt, mit dem diese Gelder auf die Kernentwicklergruppe von Linux verteilt wurden, sodass dann auch eben diese Entwickler, inklusive Linus Torvalds, über diese Spendentöpfe zu Multimillionären wurden. Linux hat sich inzwischen als drittes Betriebssystem etabliert, neben Microsoft Windows und Mac OS X. Linux hat den großen Vorteil, da es eben kein kommerzielles Betriebssystem ist wie Mac OS X oder Microsoft Windows, sondern ein Open-Source-Produkt ist, dass man Linux vielfältig einsetzen kann und in unterschiedlichen Bereichen zur Steuerung der dahinterliegenden Hardware verwenden kann. Insbesondere im Embedded System Bereich. Das heißt, gerade auf Singleboard Computersystemen, auf Rechnersystemen, die zum Beispiel in der Robotik, in der Kraftfahrzeugtechnik, in der weißen Ware, sprich Herd, Kühlschrank, Waschmaschine, Trockner, dann im Entertainment Bereich, Smart TV, Desktop-Boxen und so weiter eingesetzt werden kann und angepasst werden kann, hat dafür gesorgt, dass Linux sich enorm verbreiten konnte. Es ist ein sehr stabiles Betriebssystem und es ist sicher. Und deswegen ist es in diesem Bereich gerade gegenüber Microsoft Windows auch im Serverbereich zu einer extremen Konkurrenz geworden und hat mittlerweile weltmarktmäßig mehr Anteile im Serverbereich als die Firma Microsoft mit Windows Server. Ja, dann kommen natürlich auch noch die mobilen Betriebssysteme hinzu.
Das hat dann begonnen mit dem Apple iOS, als Steve Jobs damals den iPod entwickelt hat. Das heißt, der Nachfolger des transportablen Kassettenrekorders in Form von einem Flash-Speichersystem, mit dem man enorm viel Musik speichern konnte und das dann unterwegs über Kopfhörer oder wie auch immer anhören konnte. Und dann natürlich auch mit dem iPhone und später mit dem iPad. Da brauchte man eben ein Betriebssystem, was schlank war, was auf diese Systeme adaptierbar war und was in der Lage war, die gesamte Sensorik und Aktorik zu steuern, die in solchen mobilen Systemen integriert ist. Und das war dann Apple iOS. Und als Steve Jobs das erste iPhone auf der Macworld in San Francisco veröffentlicht hatte und präsentiert hatte, hat zur gleichen Zeit Steve Ballmer von Microsoft in New York auf einer Konferenz geäußert, naja, das wird wohl nur etwas für ein halbes Jahr sein. Welcher Computerkonzern kann schon in den Telekommunikationsmarkt eindringen? Das sind zwei verschiedene Welten, die haben nichts miteinander zu tun. Und Microsoft hatte dann beschlossen, sich in diesem Bereich überhaupt nicht zu bewegen. Das war ein fataler Fehler, wie sich später herausstellte. Das einzige Unternehmen, was das Potenzial erkannt hatte, was Steve Jobs mit dem iPhone aufgemacht hatte, war die Firma Google. Die Firma Google suchte ja immer nach irgendwelchen Möglichkeiten, Daten zu sammeln. Und wenn die ganze Welt mit Google-Betriebssystem Smartphones ausstattet, außer der Firma Apple natürlich, dann hat man die Möglichkeit, enorm viele Daten zu sammeln, Benutzerprofile zu generieren und damit dann letztendlich Werbekunden zu akquirieren. Und somit ist dann Google hingegangen und hat auf der Basis von einem Debian Linux Android entwickelt, als mobiles Betriebssystem für Smartphones und Tablets alternativ zu den Produktserien der Firma Apple. Man hat dann auch eine Allianz mit Unternehmen gefunden, um diesen Unternehmen das Betriebssystem quasi servicetechnisch unterstützend zu übergeben. Und daraus hat sich dann eben der Parallelmarkt mit Smartphones und Tablet zu Apple mit Android entwickelt. Und Apple hatte natürlich mit Steve Jobs ein Problem. Das war ein Problem, was schon aus den Anfängen heraus sich ergeben hat. Steve Jobs hat immer gesagt, es gibt kein Apple-Softwareprogramm ohne Apple-Hardware. Das heißt, er hat sich immer gewehrt, dass irgendwelche fremden Firmen Apple-Software auf ihre Hardware implementieren können. Das war eigentlich ein großer Fehler, denn er hätte den Marktanteil von Mac OS X und der ganzen Apple-Software wesentlich breiter streuen können. Aber das wollte er nicht. Und das hat dazu geführt, dass, wenn man das jetzt mal marktanteilig vergleicht, dass Apple iOS ungefähr so 27% Weltmarktanteil hat und Google Android liegt so bei ungefähr 70% Marktanteil und dann bleiben noch die restlichen 3% für die anderen Firmen, unter anderem für Microsoft, übrig. Microsoft hat dann versucht, nachdem man dann gemerkt hatte, naja, da lässt sich doch Geld mit verdienen, mit Windows 10 Mobile diesen mobilen Markt nochmal aufzumischen und dort einzusteigen. Aber das hat dann im Endeffekt nicht funktioniert, weil es fehlte eben auch an der Hardware. Wie die meisten von euch wissen, hat man ja eben Nokia
die Handysparte von Nokia aufgekauft und wollte damit in diesen Markt einsteigen. Das hat aber bis heute eigentlich nicht so richtig funktioniert. Und wenn man mal die gesamten Statistiken sich anschaut, dann spielen also außer iOS und Android der Rest der Welt überhaupt keine Rolle mehr in diesem Business. Auch die eigentlichen Linux-Entwickler haben sich in diesem Bereich versucht, unter anderem Canonical, das Mutterhaus von Ubuntu Linux, hat dann irgendwann Ubuntu Mobile auf den Markt gebracht. Das wurde dann mal in Ubuntu Touch umgenannt, dann wieder in Ubuntu Mobile. Hat sich auch nicht mehr weiter so durchgesetzt, wie man sich das erhofft hatte. Allerdings, die Idee dahinter war ganz interessant. Man hat gesagt, okay, wir haben ein normales Smartphone mit einer bestimmten Leistung, die war Voraussetzung, auf der wir jetzt ein Ubuntu Mobile oder Touch installiert haben, was von der Oberfläche relativ identisch dem Android-Betriebssystem ist. Und normalerweise als Smartphone dann auch genutzt werden kann. Ideal für Außendienstmitarbeiter, die können damit auch bestimmte Informationen erfassen. Und wenn sie dann abends nach Hause kommen, das war der Clou der Überlegung, dann steckt man dieses Smartphone in eine Dockingstation, an der man einen ganz normalen PC-Monitor, Tastatur und Maus anschließen konnte, Drucker natürlich auch. Und in dem Moment wurde automatisch das komplette Ubuntu Linux-Betriebssystem aktiv auf dem großen Monitor. Das heißt, man konnte dann innerhalb von Ubuntu Linux mit den normalen Office-Programmen und so weiter arbeiten, konnte die Daten, die man tagsüber über das Handy gesammelt hatte, am Desktop-PC-Ersatz weiterverarbeiten. Diese Idee hat dann mehrere Firmen dazu animiert, das umzusetzen. Samsung, Asus und so weiter hatten dann ähnliche Ideen gebracht, aber bis heute hat sich das Ganze doch nicht so richtig durchgesetzt. Aber das heißt ja nicht, dass das in der Zukunft noch kommen wird, vielleicht in anderer Form, in anderer Ausstattungsform, aber man kann unter Umständen davon ausgehen, dass dieser Trend irgendwann nochmal aufgegriffen wird. So, schauen wir doch mal nach den Leuten, die eigentlich dafür gesorgt haben, dass überhaupt ein Betriebssystem mal das Licht der Welt erblickt hatte, so wie wir es heute kennen. Das heißt, ich rede über Unix. Und damit kommen wir zwangsläufig zu den Betriebssystempionieren. Man kann sagen, diese Pioniere sind die Urväter unserer heutigen Betriebssysteme. Unter anderem Ken Thompson und Dennis McAllister Ritchie. Beide haben an den sogenannten Bell Labs gearbeitet in den 60er Jahren und haben dann Ende der 60er Jahre 1968 das Unix-Betriebssystem entwickelt und der Welt, kann man sagen, zur Verfügung gestellt. Maßgeblich an der Entwicklung von Unix war Ken Thompson und Dennis Ritchie. Ritchie hatte aber früh erkannt, das Betriebssystem alleine nützt ja nichts, wenn wir keine Programmierer haben, die wissen, wie man Anwendungsprogramme für ein solches Betriebssystem entwickelt. Und es gab bis dato die Programmiersprache A und B an den Bell Labs, die waren aber nicht so geeignet, um optimal unter Unix programmieren zu können. Und somit hat dann Dennis Ritchie das Programmiersystem C entwickelt.
Denn C hat einen großen Vorteil, den es bis dahin nirgendwo anders gab, nämlich die sogenannte Pointer-Technologie, mit der man wunderbar im Arbeitsspeicherbereich, im Adressbereich gezielt bestimmte Adressen ansprechen konnte und dann auf deren Inhalte an dieser Stelle zugreifen konnte. Nur, man brauchte eben auch entsprechende Dokumentationen, die Programmierer nutzen konnten, um dann irgendwelche Anwendungen in C programmieren zu können. Und deshalb hat Dennis Ritchie das Unix Programmers Manual 1971 entwickelt und beide zusammen in Verbindung mit Brian Kerningham, den wir gleich noch kennenlernen werden, hat man das Buch The C Programming Languages veröffentlicht. Und dieses C Programming Language ist quasi die Urbibel für das Programmieren in der Sprache C. Und damit sind wir auch schon bei dem dritten Pionier, nämlich Brian Kerningham, der ebenfalls bei den Bell Labs arbeitete, der dann eben auf der Programmiersprache C eine ganze Reihe von Tools entwickelt hat, mit denen man dann eben diesen Betriebssystemkern steuern konnte von der Userseite her. Nun, die erste Implementierung der Programmiersprache C und des Unix-Betriebssystems basierte auf einem Minicomputersystem. Man hatte bis Mitte der 60er Jahre eigentlich nur die Option, Großrechnersysteme der Firma IBM, Hewlett-Packard und so weiter einzusetzen, sogenannte Mainframes. Da aber die Amerikaner in den 60er Jahren ja unbedingt zum Mond wollten, benötigte man eben Rechenleistung auch in Ingenieurbüros, Entwicklungsabteilungen, an Universitäten und so weiter. Und die Firma Digital Equipment hat diesen Markt erkannt und hat dann die sogenannten DEC-Computersysteme auf den Markt gebracht. Und hier sehen wir eine sogenannte DEC-PDP-7, ein Minicomputersystem. Man hat hier noch keine Tastatur, keinen Monitor. Die Datenspeicherung, die wurde auf sogenannten Lochpapierstreifenbänder untergebracht und die gesamte Steuerung wurde über ein Schaltfeld realisiert. Und etwas später, hier sehen wir eine PDP-9, ist man auf die Idee gekommen, die handelsüblichen Fernschreiber, die es damals gab, als Eingabeterminals, als Ein- und Ausgabeterminals für Computersysteme zu verwenden. Denn diese Fernschreiber bestanden ja aus einer Tastatur und einem Drucker. Man hat dann beides über eine serielle Schnittstelle RS-232 mit den Rechnersystemen verbunden, konnte dann über die Tastatur die entsprechenden Betriebssystembefehle, sprich die Unix-Befehle, eingeben. Und da es noch keine Bildschirmausgabe gab, wurde die Ausgabe quasi über das Ausdrucken auf Papier realisiert, mittels des Druckers, der in diesem Fernschreiber integriert war. Und wir sehen hier einige diverse Aufnahmen von Dennis Ritchie und seinem Partner Thompson. Und beide haben zum Beispiel den Wissenschaftspreis bekommen für innovative Ingenieurleistungen im Bereich der IT-Entwicklung. Darüber hinaus gab es noch einen weiteren Betriebssystempionier, nämlich Andrew S. Tannenbaum.
Andreas Tenenbaum ist Amerikaner und hat sein Leben den Bereichen Compiler, Betriebssysteme, Netzwerke und verteilte Systeme gewidmet. Er ist irgendwann aus Amerika in die Niederlande emigriert und hat dort als Professor für Informatik gearbeitet und hat auch ein entsprechendes Institut an der Technischen Universität von Amsterdam aufgebaut und hat in dem Zuge sehr viele Standardwerke geschrieben, die wir hier rechts sehen, moderne Betriebssysteme, Rechnerarchitektur, Computernetzwerke und verteilte Systeme und hat unter anderem auch ein Unix-Betriebssystem für Studierende der technischen Informatik entwickelt, nämlich Minix. Dieses Minix-Betriebssystem werden wir im Laufe der Vorlesung nochmal kennenlernen. Es ist kein Betriebssystem, was nach außen hin eine große Bedeutung hat, sondern es ist einfach ein Unix, was er in seinem Fachbereich eingesetzt hat, um die Möglichkeit den Studierenden zu geben, daran zu experimentieren. Unter anderem war dann auch Linus Torvalds, der Linux-Erfinder, ein Student von Tenenbaum und hat dann im Rahmen seiner Linux-Entwicklung sich auch manchmal harte Meinungskämpfe mit seinem Mentor und seinem Professor Tenenbaum geliefert, weil beide nicht immer einer Meinung waren, in welche Richtung das Ganze gehen sollte. Das werden wir dann auch im Laufe der Vorlesung IT-Infrastrukturen im Kapitel Betriebssystemen noch kennenlernen. So, hier sehen wir jetzt einmal das sogenannte Unix-Histogramm, ein Zeitablauf über die Entwicklungsstadien des Unix-Betriebssystems. Nun, begonnen hat alles 1989 mit Ken Thompson und Dennis Ritchie mit dem Unix-Time-Sharing-System bei den Bell Labs. Dieser Unix-Kern, der wurde dann in Lizenz weitergegeben. Kostenfrei zunächst an die Universitäten und kostenpflichtig an entsprechende Hersteller von sogenannten Unix-Workstations. Das heißt, es haben sich also zwei Bereiche entwickelt, nämlich einmal die kommerziellen Workstation-Hersteller wie Hewlett-Packard, wie IBM, wie SCO oder auch die Firma Silicon Graphics, SGI. Diese Firmen haben dann für ihre Hardware auf der Basis dieses Linux-Kerns die sogenannte System 3 und später die System 5 Unix-Familie entwickelt. Und jeder hat natürlich Unix als Betriebssystem gehabt, aber dieses Unix dann ganz speziell an seine Hardware angepasst, sodass diese einzelnen Unix-Varianten untereinander inkompatibel waren. Das heißt, Software, die für AX geschrieben wurde von IBM, konnte auf HPOX nicht laufen oder auf IRIX oder auf Unixware von SGO und umgekehrt. Das hat sich dann irgendwann, so um 2004, 2005 rum, extrem gerecht. Das Problem war, die Softwarehersteller, große Softwareunternehmen, wie zum Beispiel die Firma Autodesk oder die Firma Adobe, die haben natürlich anfangs für all diese Unix-Varianten ihre Produkte portiert, vertrieben und supportet. Das wurde aber über die Jahre entsprechend teuer, weil in den Bereichen die Absatzzahlen natürlich nicht so groß waren, wie zum Beispiel im Microsoft MS-DOS und Windows-Bereich. Gerade die Firma Adobe als auch die Firma Autodesk, die ja auch sehr stark im MS-DOS-Bereich sich engagiert hatten, zum Beispiel mit AutoCAD und anderen Produkten, die haben dann irgendwann gesagt, das können wir nicht mehr machen. Für die geringen Absatzzahlen können wir diese Firmen mit ihren Unix-Versionen nicht mehr unterstützen. Das heißt, wir stellen die Produktion unserer Software für diese Betriebssysteme der einzelnen Firmen ein. Wir machen nur noch unsere Software für Microsoft Windows. Das hat natürlich Bill Gates unterstützt. Der hat gesagt, Leute, wenn ihr
nur noch für Windows eure Software macht, dann geben wir euch alle Entwicklertools umsonst. Und das hat dazu geführt, dass eben ab so 2003, 2004 eine ganze Menge dieser Workstation-Hersteller in Insolvenz gegangen sind, weil die Absatzzahlen eben stagnierten. Der einzige, der übrig geblieben ist mit einem eigenen Unix, ist noch die Firma IBM, deren AX auch heute noch existiert und mit dem man heute die Großrechnersysteme von IBM und auch die High-Performance-Computersysteme von IBM vom Betriebssystem her ausstattet. Auf der anderen Seite gab es an der Universität von Kalifornien einen Mitarbeiter namens Bill Joy, der hat sich dann diesen Kern genommen von Unix und hat daraus die sogenannte Berkeley Software Distribution, das sogenannte BSD Unix entwickelt in Verbindung mit seinen Studierenden. Das hat sich dann auch eine ganze Zeit lang halten können. Aber irgendwann, jeder weiß es von euch, wenn mehr als drei Leute in einer Gruppe involviert sind, dann gibt es immer wieder unterschiedliche Meinungen. Und so war es dann hier auch. Und es haben sich dann Gruppen abgespalten. Die eine Gruppe hat dann FreeBSD entwickelt, die andere NetBSD und die andere OpenBSD. Ebenso haben zwei Studenten an der Stanford University in Kalifornien im Silicon Valley sich diese BSD-Unix-Version, diesen Kern genommen und haben daraus Sun OS entwickelt. Denn diese beiden Studenten haben die Firma Sun Microsystems gegründet. Und Sun Microsystems war ein Unternehmen, was gerade speziell im großen IT-Bereich sich etabliert hat. Es hat Rechnersysteme für Banken, Versicherungen, Großkunden mit Storage-Systemen und so weiter entwickelt. Und das alles auf der Basis von Sun OS. 1992 ist man hingegangen und hat dieses Betriebssystem Sun OS umbenannt in Solaris. Und dieses Solaris-Betriebssystem wurde zunächst mal weiterentwickelt bis zur Version 10 im Jahre 2005. Die Firma Sun bzw. die beiden Gründer haben dann das Unternehmen an die Firma Oracle verkauft. Parallel hat auch Bill Gates mal sich diese BSD-Version angesehen. Man hat sich mal kurzfristig mit dem Unternehmen SCO zusammengetan und hat mal an dem Produkt Xenix OS gearbeitet. Aber das ging bei Microsoft so ungefähr bis 1987. Und dann kam nämlich Microsoft Windows quasi auf den Markt und der Durchbruch passierte mit Windows. Und dann hat Microsoft sich nicht mehr für diesen Unix-Bereich interessiert, sondern ab 1987 sich voll auf Microsoft Windows konzentriert. Interessant ist auch eben, der Bereich, als Steve Jobs Apple verlassen hat und die Firma Next Incorporated gegründet hat, hat er dieses Next-Step-Betriebssystem auf der Basis des BSD-Kerns entwickelt. Nachdem Next dann Insolvenz wurde, hat er dann das Next-Step-Betriebssystem mit zu Apple genommen und hat daraus eben das Mac OS X entwickelt. Und was die wenigsten wissen, Mac OS X war ja damals für die Macintosh-Computersysteme, die iMacs und so weiter, das Standardbetriebssystem. Und als Prozessor hatte man den IBM PowerPC-Prozessor, weil Intel zu dieser Zeit nicht leistungsfähige Prozessoren liefern konnte, die Steve Jobs benötigte. Er hat aber jeden Kern von Mac OS X in dem Geheimprojekt Darwin immer wieder auf aktuelle Intel-Prozessoren kompiliert, um zu sehen, wie leistungsfähig ist dieses Mac OS X auf den aktuellen Intel-Prozessoren im Vergleich zum PowerPC von IBM, weil er im Hinterkopf schon immer hatte, wenn Intel leistungsfähige Prozessoren bringt für Mac OS X, dann steige ich um von den PowerPC-Prozessoren auf Intel-Prozessoren. Und letztendlich in dieser ganzen Entwicklung gab es natürlich Andrew S. Tannenbaum.
der sein Minix entwickelt hatte auf der Basis des Bell Labs Kernels. Und im Laufe dieser Zeit kam dann eben Linus Torvalds als Student zu Andrew S. Tannenbaum. Er hat dann sein Linux entwickelt. Und Linux war anfangs eine freie Lizenz. Eine freie Software-Lizenz heißt, jeder kann damit machen, was er will. Und das ist dann auch passiert und war eigentlich nicht im Sinne von Linus Torvalds. Es gab nämlich dann Leute, die haben sich seinen Kern genommen, der noch freie, offene Lizenz war, haben ein paar Bytes darin geändert, haben das als eigene Lizenz, als eigene Entwicklung weitergeführt. Da konnte er rechtlich nicht viel machen. Er ist dann auf Richard Stallman getroffen, der das sogenannte GNU-Projekt, GNU steht für Not Unix, entwickelt hat in Verbindung mit der General Public License, einer Software-Lizenz für Betriebssysteme oder andere Software nach dem Open-Source-Standard. Das bedeutet, man kann mit dieser Software machen, was man will. Man kann sie verändern, aber man muss immer wieder die Urheberrechte der anderen Beteiligten mitführen. Und man kann seine Änderungen dann als eigenen Zugewinn urheberrechtlich schützen lassen. Und das wird in einem entsprechenden Header gespeichert, der bei der Kompilierung immer mit übersetzt werden muss und somit ein entsprechender Hinweis im Programm auf alle Urheber der Software gegebenen ist. Und das hat dann auch Linus Torvalds gemacht. Er hat dann eben auch Linux unter die General Public License, die GPL, gestellt und sich somit auch die Urheberrechte an den eigenen Entwicklungen bewahren können. Ja, und so hat sich eben aus einem kleinen Kern ein riesiger Markt im Bereich von Unix, Linux entwickelt, den kein anderes Betriebssystem in der Form so darstellen kann und so durchlaufen hat. Deshalb ist dieses Unix-Histogramm so interessant, das mal sich anzuschauen, gerade als Informatiker, um mal zu sehen, wie sich so etwas historisch weiterentwickeln kann. An der Stelle machen wir einen Cut und beenden die Vorlesung. Und ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Vorlesung wieder dabei seid.